Stefan, 0:0 gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach. Können wir mit dem Punkt leben? Sind wir damit zufrieden oder sind wir nicht zufrieden? Wir sind nicht zufrieden, wenn wir die Chancen anschauen. Vom Kartenspiel haben wir ganz klar die besten Chancen. Wir müssen nur ein Tor machen und dann ist die Sache gegessen. Ja, die haben es uns aber auch ziemlich schwer gemacht, also relativ die enge Räume gestellt, sodass man da mit langen Bällen auch mal arbeiten musste. Nur das letzte Ding, das hat dann halt gefehlt, ne? Ja, das ist so, weil ich nur mit langen Bällen gespielt. Aber wenn wir mal durchfahren, haben uns doch den letzten Pass gefällt. Aber ja, was soll's. Am Samstag kommt wieder ein Spiel. Ja, und die Fans haben ja schon gerufen, Auswärtssieg, Auswärtssieg, ne? Ja, wir fahren nach Halle und holen dort etwas. Gut, und heute trocknen wir nicht nur so ein paar Tränen, ob das vielleicht zwei verlorenen Punkte, sondern auch, weil es hier hat ja richtig angefangen zu regnen jetzt, auch so ein bisschen Haare und Kleidung, ja? Ja, so ist es, aber Samstag geht's weiter und dann holen wir das Ding. Gut, hört sich gut an, danke. Schnell, ja Mensch, jetzt hat es richtig angefangen zu schütten hier. Macht das auch so deine Gemütslage? Ist die ähnlich wie der Regen hier draußen? Ja, wir haben uns natürlich mehr vorgenommen. Wir wollten hier unbedingt 3 Punkte holen. Wir müssen aber auch ehrlich sein und selbstkritisch. Das war, ich denke nicht, dass wir heute einen Sieg verdient hatten. Es war ein 0-0. Wir hatten zwar 1, 2 oder vielleicht auch 3 verheißungsvolle Situationen, wo wir vielleicht auch ein Tor machen können oder müssen. Aber der Gegner hatte auch, gerade in der zweiten hatte, glaube ich, zum Anfang so 2 Schüsse aus dem vom 16er so ungefähr, wo einmal Schuh gut hält und einmal geht er knapp vorbei. Das war, der hätte auch mal einer reingehen können, deswegen müssen wir uns über den Punkt jetzt auf uns nicht beschweren. Ist wie das. Ja, schütteln, weiter geht's. In 3 Tagen geht's schon wieder weiter. In 3 Tagen geht's weiter in Halle für ein Derby und die Fans freuen sich schon drauf und man hat hier im Stadion gehört, Auswärtssieg, Auswärtssieg. Ja, die Fans waren heute auch geil. Also, es war super Stimmung. Es ist halt scheiße, ne, dass wir heute nicht belohnen konnten. Es war halt nicht das Ding, einmal irgendwie über die Linie drücken. Ist kacke, aber trotzdem war es geil. Hat Spaß gemacht, trotzdem bei der Stimmung und bei der Atmosphäre. Und ja, jetzt müssen wir jetzt zusehen, dass wir in Halle uns zusammenreißen und bestehen. Habt ihr das auf dem Feld echt mitgekriegt? Weil der Wechselgesang heute, der war ja richtig, war richtig super laut. Ja, dann tun einem die Ohren schon fast weh. Ja, das merkt man schon. Man ist voll fokussiert, aber man merkt schon, natürlich, auf jeden Fall. Gut, dann hoffen wir auf einen sehr lauten Wechselgesang dann gegen Halle und auf den Sieg. Ja. 14.000 Zuschauer im Ostseestadion. Erst Sonne, dann Regen und am Ende steht ein 0-0. Bist du zufrieden mit dem Punkt? Ja, zufrieden natürlich nicht. Wir wollten das Heimspiel gewinnen, ist klar. Aber ja, wir haben die Möglichkeiten, die wir hatten, haben wir heute nicht genutzt. Es war klar, dass es ein schwieriges Spiel wird. Das Spiel wäre wahrscheinlich aufgebrochen, wenn wir einen Treffer erzielen. Aber am Ende muss man auch sagen, man kann auch immer mal einen kassieren. Wir haben dem Gegner 1, 2 Bälle direkt vor den Fuß gelegt. Und wenn da einer reinrutscht, dann wird es natürlich noch mal schwieriger. In der Halbzeitpause haben wir so ein bisschen spekuliert, na, der ist bestimmt ziemlich unzufrieden. Sehr früh warst du alleine aus der Halbzeit zurück und die Mannschaft noch ein bisschen sich selber überlassen. War das richtig interpretiert oder wie kann man das so sehen? Nein, ich fand, die erste Halbzeit war in Ansätzen eigentlich okay. Wir haben eigentlich das gespielt, was wir auch wollten, aber wir hatten dann auch viel zu leichte Ballverluste, gerade im vorderen Drittel. Und das hat uns immer wieder gekillt in den Angriffsbemühungen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir so ein bisschen auch so ein... Er hat so ungeduldig gespielt und waren auch ein bisschen zu hektisch und haben die Bälle zu leicht verloren im letzten Drittel vorne nochmal. Aber trotzdem haben wir durch Melvin Platje, durch Stefan Andrist, haben wir für das Spiel viele Möglichkeiten. Wir haben, glaube ich, 4 richtig gute Chancen und davon muss man einen machen. Und wie gesagt, dann gibt es ein anderes Spiel. Die haben das aber auch, glaube ich, ziemlich gut gemacht, sehr eng gemacht, das Spiel, teilweise mit 10 Mann hinterm Ball. War schon nicht so einfach zu bespielen, die Truppe, ne? Ja, natürlich. Also nicht zu vergleichen mit der Mannschaft, die am Sonntag 4-3 gegen Regensburg verloren hat. Die haben das diszipliniert und gut gespielt. Und es ist immer schwierig, wenn man dann gegen 10 Leute anrennen muss oder gegen 8. Und ja, da hatten wir trotzdem die eine oder andere Chance, aber es hat halt nicht zum Sieg gereicht heute. Positiv anzumerken, hinten steht die 0, hast du ja eben auf der PK schon gesagt. Vorne haben wir eigentlich sehr gut ein paar Sachen rausgespielt. Lange Bälle auf den fixen Andres, der immer wieder brandgefährlich war. Platje hätte den vielleicht auch nur einfach machen müssen. Ja, und dann hätte es gereicht. Ja, du sagst es. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Du kannst ja meinen Job machen. Dazu bin ich viel zu schlecht und viel laienhaft. So ein bisschen die Vorfreude jetzt durch das 0-0 auf das Ostderby gegen Halle getrübt ist. Ich weiß, es ist immer schwer, jetzt schon an das nächste Spiel zu denken. Oder kann das Kribbeln dann auch noch kommen in den nächsten Tagen? Ja, das kommt. Also wir fahren nach Halle und das wird ein geiles Spiel auch für die Zuschauer. Das ist ein richtiger Auskracher und wir werden dann wieder uns aufstellen, werden fit sein. Oder hoffen, dass wir genug fitte Jungs auf den Platz kriegen. Aber Halle hat heute auch gespielt. Die haben das Spiel verloren. Wir haben zumindest einen Punkt geholt. Von daher wird es ein spannendes Ding. Genau. Und gewinnen ist zwar immer schön, aber gewinnen Halle ist noch ein Tick schöner. So kann man sehen, ja. Bis dann.